Hallo liebe Leute, heute geht es um ein Unboxing von Planet Review. Wir werden einen Blu-ray Player unboxen von der Marke Philips. Die genaue Bezeichnung lautet BD3300-12. Ja, bestellt von Amazon für ca. 75 Euro, heruntergesetzt von 125 Euro. Packen wir das gute Stück mal aus. So, erstmal hier aufschneiden. Wie immer schön sicher verpackt. Man kennt es ja nicht anders von Amazon. Also ich kann den Dienst von Amazon euch wirklich nur ans Herz legen. Super Service, immer sehr schnell. Sehr seriös. So sieht das Ganze aus. Hauptverpackung. Vorne finden wir Infos darüber, welche Videoformate und Tonformate es wiedergeben kann, welche Anschlüsse es hat, dass es Wi-Fi hat und noch ein paar Zusatzsachen. Ja, schauen wir uns mal die Verpackung noch etwas genauer an. Auf der Seite finden wir dasselbe in klein, was auch vorne zu sehen ist. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Und hier sehen wir, welche Formate, welche Anschlüsse es hat. Ein bisschen detaillierter und ein paar mehr. Formate sind dort aufgelistet. Hier unwichtiges Kram. Das war's dann auch schon. So, dann packen wir das mal aus. Und wir sehen schon, uns springt erstmal die Anleitung entgegen mit Garantie und Softwarezeugs. Machen wir das auch erstmal auf. Ach, Batterien sind auch da drin. Für die Fernbedienung. Finde ich klasse. Eine CD mit der Bedienungsanleitung. Als PDF vermute ich mal. Ein Informationsblättchen. Noch mehr Informationen. Und noch mehr Anleitung. Packen wir das mal wieder hier rein. Und legen das mal zur Seite. Hier haben wir die Fernbedienung. So schaut die aus. Aus an, Hauptmenü, die Knöpfe, die man halt kennt. Etwas klobig, meiner Meinung nach. Sehr leicht, also kaum zu spüren in der Hand, finde ich auch gut. Plastik, meisten Fernbedienungen sind aus diesem billigen Material. So, dann kommen wir zum Gerät selbst. Ist auch ziemlich leicht, muss ich sagen. Hier klebt noch irgend so ein Zeugs dran. Ich muss sagen, es klebt ziemlich fest. Ist irgendwie außergewöhnlich fest. Und hinterlässt auch noch restliche Rückstände. Aha. Auch gut. Naja, irgendwie muss es ja ab. Schon viel besser. Mal kurz ein bisschen sauber machen. So. So schaut das gute Stück aus. Ich bin jetzt von DVD auf Blu-ray umgestiegen und muss sagen, vom Größenverhältnis her ist dieser Blu-ray Player deutlich kleiner.
Ich habe meinen DVD-Player auch schon ziemlich lang. Hier im Edelstahl-Look. Sehr schick. Hier ebenfalls Metall. Naja, unten sieht ja kein Mensch, muss nicht schön aussehen. Schön flach. Hier seht ihr nochmal Anschlüsse, Funktionen etc. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, den Anschlüssen. Für Ton hat das eben nicht so viele Möglichkeiten. Hier seht ihr die Knöpfe, CD auswerfen, Play, Pause, Ein- und Aus, plus einen USB-Anschluss an der Frontseite. Zum Ende kann ich eigentlich nur sagen, dass der Blu-ray-Player tatsächlich sehr schön ist, dass er schön anzusehen ist, sehr edel wirkt. Ich habe mir jetzt schon seit etwas geräumiger Zeit in Benutzung, habe einige Blu-rays damit geschaut und kann euch versichern, dass es von der Bildqualität sehr gut ist. Beim Laden der Inhalte auf der Blu-ray kommt es zu Verzögerungen, was jedoch nicht ungewöhnlich ist. Es werden große Datenmengen auf einer Blu-ray verarbeitet. Im Gegensatz zu einer DVD sind hier deutlich größere Kapazitäten, die der Blu-ray-Player verarbeiten muss. Beim Laden dieser Inhalte kommt es eben mal zu ein paar Nebengeräuschen, was jedoch nicht störend ist, da es ja noch nicht während dem Film ist. Und sobald der Film läuft, hört man absolut nichts mehr. Die YouTube-Funktion habe ich nur einmal genutzt und finde ich ehrlich gesagt eher unnötig, da man mit der Fernbedienung ziemlich lange braucht, um überhaupt ein Wort einzugeben. Das ist echt total nervig. YouTube-Videos gucke ich dann sowieso lieber am Rechner oder am Laptop, am iPhone, am Tablet, aber nicht mit dem Fernseher. Was ganz wichtig ist noch zu erwähnen, wenn ihr die Wi-Fi-Funktion nutzen wollt, braucht ihr einen extra Adapter, der dann leider nochmal Geld kostet. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch mal in unserem Kanal die anderen Videos anschaut oder mal unsere Seite sogar besucht. Und zwar lautet die www.planetreview.de. Dort habt ihr alle Videos auf einer Seite plus Artikel und wir berichten auch über andere Dinge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut, uns abonniert und das Video bewertet. Das würde uns echt total freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.